Ja, ich habe es bereits registriert. Den jetzt hier mal weg. Den machen wir jetzt mal weg. Und klatschen wir jetzt hier mal drei Gärten hin. Da mal drei Gärten hin. Mal schauen, ob das was auslöst. Ich bin gespannt. Nee, nicht unbedingt. Okay. Aber was ist, wenn ich jetzt hier noch ein paar Gärten reinschmeiße, ne? Okay, dann noch nichts. Schon abgehärtet, die Leute, ich merke schon. Na schön, also dann kriegt ihr jetzt hier noch mal welche. Aber mehr kann ich euch nicht geben. Das reicht denn trotzdem nach wie vor nicht. Aber interessant. Ich meine, das stagniert ja immer so. Jetzt tun wir das mal hier mal weiter aufwerten. Mal gucken, ob das dann funktioniert. Bin ich echt mal gespannt. So. Probieren wir das jetzt mal da damit. Da bin ich echt gespannt, ob das jetzt so klappt, dass die jetzt diese Aufwertung auch mit den Gärten jetzt annehmen und dass die dauerhaft jetzt oben bleiben. Oder aber ob das wieder sowas ist, naja, okay, jetzt gehen wir mal nach oben und dann gehen wir im nächsten Monat wieder nach unten. Schauen wir mal. Naja, eine Krankheit mal wieder, natürlich. Und eine Malaria, natürlich. Arztpraxis. 8 von 8 Beschäftigten. Jo. Ich sehe schon wieder einen Mangel an Warenlager. Ja? Ernsthaft? Das ist doch. Ach Mensch. Wir bauen den Handel. Ziegel setzen wir jetzt runter, importieren bis... Wir machen jetzt einfach nur noch 3000. Weil... Das ist zu viel. Die Warenlager sind alle voll bei mir und ich habe einfach momentan keinen Platz mehr. Das ist furchtbar. Verdammt, und irgendwie lässt bei mir auch die Steuererträge lassen auch nach. Das passt mir auch momentan nicht so in den Kram. Na, was kann man denn dann noch machen?
exportieren. Alles über 2000. Alles über 1000. Alles über 1000. Ah, aber ich kann zum Beispiel nicht die Preise festlegen. So, gibt es jetzt hier noch irgendein Käffchen, eine Stadt, irgendwas, was ich jetzt noch außen vor gelassen habe? Nein. Naja, und das sieht man ja, ne? Da unten normalerweise wäre ja der Nil, ne? Mit den ersten Vorkommen. Und da unten scheint wirklich mal eine Trockenperiode gewesen zu sein. Warum auch immer. Die sterben irgendwie ständig da drüben aus. Das ist... Habe ich denn da keinen Arzt oder was hingestellt, oder? Ich habe doch da einen Arzt stehen, verdammt nochmal. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir das jetzt halt anders. Dann machen wir jetzt noch zwei Apotheken und dann... ja. Ja, ich mache halt jetzt hier noch einen Arzt. Ey, ich kann mir sonst langsam echt nicht mehr anders helfen. Ich weiß nicht. Es ist, etwas schwierig. Ich könnte natürlich einen Ziehbrunnen hier irgendwo hinstellen. Theoretisch. Das wäre vielleicht auch gar nicht mehr so eine... Obwohl, da habe ich die Distille. Weiß ja nicht, auch nicht. Also so wie ich das sehe, liebe Freunde, braucht ihr dringend Wasser. Und zwar Frischwasser. So, wie kriegen wir euch jetzt an Frischwasser? Ich glaube, das so jetzt. Das da, wo das... Dieser Ziehbrunnen ist überflüssig. Alle Häuser, die von dem könnten, erhalten ihr Wasser von einem Wasserträger. Ja, anscheinend ja aber doch nicht, Freunde. Möchte ich nur mal so anmerken. Das scheint ja definitiv nicht der Fall zu sein. Ach na, guck an. Und da kommen wieder neue Leute. Nun, das ist doch hübsch. Immer ran da mit euch. Wir können euch alle gut gebrauchen. Ich brauche mehr Arbeitskräfte, mehr Arbeitskräfte, mehr Arbeitskräfte. Mehr Arbeitskräfte, mehr Arbeitskräfte, mehr Arbeitskräfte. Wie lange ist das jetzt hier? 56% abgeschlossen. Tja. Da überlegt man sich, holt man sich jetzt zwischenzeitlich einen Kaffee und lässt euch wieder alleine hier. Aber auf der anderen Seite, ne, man möchte auch ein bisschen Kommunikation nebenbei noch walten lassen. Ich überlege gerade eben, was ich eigentlich jetzt mal
grundlegend jetzt immer noch so erzählen könnte. Was wäre denn eigentlich noch so interessant für euch, was jetzt Pharao betrifft? Ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt. Rückt näher und wird ihre Stadt in 18 Monaten erreichen. Moment mal, können wir diese Armee, jetzt müssen wir das mal gucken. Okay. Ach so, ach so. Jetzt habe ich das verstanden. Ich kann also keine Truppen jetzt einfach mal so irgendwo hinschicken, sondern ich muss eigentlich explizit schauen, dass da irgendwas läuft. Gut, gut. Na schön. Kriegen wir hin. Naja, ich habe jetzt zwei Kriegsschiffe. Mal gucken, ob das ausreicht. Ich lasse mich da überraschen. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, ob jetzt dieses sanitäre Gut, ob das jetzt ausreicht oder ob das immer noch zu wenig ist. Also. Ich meine, da unten scheint es jetzt zu reichen, wenn ich das jetzt so sehe. Aber da oben. Da oben, da oben, da oben. Das ist eigentlich eine gute Idee, würde ich fast sagen. Genau, wir bauen jetzt aber mal hier so noch ein paar kleine Verschönerungen hin. Und lassen die dann einfach mal hier so werken. Und dann passt das schon. Ach, guck an. Ach, da hinten. Na schön. Knalle da halt nochmal eine Apotheke drauf. So, wie schaut's denn jetzt eigentlich aus? Haben wir jetzt welche übrig? Nein, haben wir immer noch nicht. Das ist doch echt. 365, 375 wird benötigt. Eieieiei. Tja. Bin jetzt einfach mal so frei, ne? Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ich hau jetzt hier einfach hier noch die restlichen Apotheken hier irgendwo jetzt hier einfach mal hin. Mit der leichten Hoffnung, irgendein arbeitstüchtiger Mensch wird sich schon darum kümmern. Und wenn nicht, weiß ich auch nicht so wirklich. Schauen wir mal.
Obwohl es ziehen sogar Leute ein. Das ist eigentlich gar nicht mehr so ein schlechtes Zeichen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Spiel gespeichert. Ja, super. Also ich meine, ich bin jetzt das hier nochmal so durchgegangen. An sich gesehen ist es eigentlich gar nicht mehr so schlecht vom Grundaufbau her. Das einzige Problem ist einfach wirklich diese Plätze hier, die Pavillons und alles hier hinzusetzen, das ist dann schon irgendwie mühselig. Deswegen habe ich mir wirklich schon überlegt gehabt. Also wenn ich nur mal einen Gott haben sollte, dann mache ich definitiv nur vier in der Mitte erstmal, dann die Außenplätze, dann danach dann das andere. Aber ja, das muss man einmal mal so sehen. Was ist denn hier schon wieder los? Warum wandern denn die ganzen Leute aus? Ach, weil da neue dazu kommen, die vermutlich mehr Geld zahlen oder sowas. Jo, warum nicht? Dann bitte. So, 64% abgeschlossen. Juhu! Juhu! Hey! Ha! Also, das habe ich ja eh schon. Und dann hoffe ich mal inständig, dass, wenn das Monument steht, dass dann das soweit dann abgeschlossen ist. Aber das werden wir natürlich dann sehen. Die Warenlager, ne? Die Warenlager sind schon wieder komplett voll, ey. Was ist denn das eigentlich? 800 Bier und 24 Waffen. Na, das ist ja ein Traum. Dann würde ich mal ganz klipp und klar mal sagen, Moment, können wir Waffen exportieren? Ernsthaft. Na, wartet mal. Dann machen wir das jetzt mal so. Und dann legen wir die jetzt mal. Wo haben wir unsere Waffengilde? Ich muss die Waffenproduktion einstellen. Fremde Armee dringt ein. Ich wollte wieder zum Aufseher hin. Arbeit, Militär. Achso, da haben wir es ja. Königreich 35, benötigt 45. Monument 5, benötigt 11. Kultur 15, benötigt 15. Wohlstand 0, benötigt 20. Ihr könnt mich mal. Arztpraxen, die Versorgung ist perfekt. Neue Patienten. Durchschnittlich.